Aus Dörfern entsteht eine Metropole, Roma Eterna, die ewige Stadt. Ein ganz außerordentlicher militärischer und politischer Erfolg. Die Römer selbst erklären dies mit der geografischen Lage, mit dem guten Klima, aber auch mit der Gunst der Götter. Realistischer die Einschätzung der Griechen. Sie beziehen sich auf die Schlagkraft der römischen Legionen. Nicht zu vergessen aber Alexander der Große, der ein Weltreich geschaffen hatte und damit das Vorbild. Wie sich die Legionäre verausgaben, um den Ruhm des Heeres zu mehren, zeigt ihr Marschgepäck, das im Experiment etwa 40 Kilo ausmacht. Unterwegs auf Feldzügen übernachten sie in Zelten. Die Verpflegung ist lange haltbar. Vollwertkost mit Getreide, Bohnen und Speck. Ideal für den Muskelaufbau. Nicht nur an Kaisers Geburtstag fallen für die Soldaten Fleischrationen ab. Ihre Bewaffnung ist vielseitig. Mit Katapulten, aufwendig gebauten Geschützen, treffen die Legionäre ihre Gegner bis auf eine Distanz von 400 Metern. Gleichschritt zu üben, das gehört zum Exerzieren wie Disziplin und Fitness. Schildkröte heißt diese Formation, bei der die Soldaten hinter ihren Schilden Deckung vor den Geschossen der Feinde suchen. Mit funkelnden Paraderüstungen demonstriert die Kavallerie in Reiterspielen ihre Schlagkraft. Wer sich wie Clemencianus aus Rätien als Ritter auszeichnet, der macht Karriere in Judäa, Sardinien und Nordafrika. Mobilität ist eben gefragt. So ist das Heer ständig einsatzbereit, von einem Krisenherd zum nächsten. Darauf setzt auch ein Multitalent aus alter aristokratischer Familie, Gaius Julius Caesar. Als genialer Strippenzieher pflegt er Seilschaften, die seine Karriere beflügeln. Um sich seiner Gegner in den Wirren des Bürgerkriegs zu entledigen, zettelt er gewalttätige Demonstrationen an. Er ist kein Schönling, versteht es aber, die Frauen zu verzaubern. Die berühmteste seiner Eroberungen ist Kleopatra, die Regentin in Ägypten. Sie schenkt Caesar einen Sohn, Caesarion. Die Frauengeschichten und der freizügige und verschwenderische Lebenswandel werden von seinen Gegnern kritisiert. In Spanien erleidet er seine ersten epileptischen Anfälle und später sogar in einer Schlacht. Mit seiner Ausstrahlung gewinnt Caesar als Feldherr seine Soldaten für sich und kann auf ihre Loyalität zählen. Von Anfang an erklärt er sich als Politiker des Volkes, der Plebs, plädiert für Gesetze zu dessen Gunsten. Hochverschuldet wird er zum Statthalter von Spanien ernannt. Skrupellos beutet er die Provinz aus, treibt Kriegsbeute und Bestechungsgelder ein. Das rettet ihn vor dem finanziellen Bankrott. Als er das Kommando über Norditalien erhält, die Provinz Gallia Cisalpina, verlassen die keltischen Helvetier ihre Heimat Richtung Westen. Anlass für Caesar, in Gallien einzugreifen. Dort provoziert er die einzelnen keltischen Stämme. Mit Erfolg. Schließlich schlägt er den Aufstand unter ihrem Anführer Vercingetorix nieder und unterwirft damit Gallien vom Rhein bis zum Atlantik. Mehr als 1 Million Krieger sollen dabei ihr Leben gelassen haben.
Mit hunderttausenden Kriegsgefangenen als Sklaven und unermesslichen Schätzen avanciert Caesar zu einem der reichsten Männer der Antike. Was ihm am Herzen liegt, sind Ruhm, Ehre und die absolute Macht. So erfolgreich wie Caesar als Feldherr ist, so clever agiert er als Propagandist. Er verfasst Kriegsberichte und politische Streitschriften. Er ist Politiker und PR-Manager in einer Person. Das Weltreich dehnt sich nun rund ums Mittelmeer und bis zum Atlantik aus. Nach seinen Erfolgen in Gallien legt Caesar jedoch sein Kommando nicht nieder. Sein Mandat ist zwar abgelaufen. Vor die Wahl gestellt, ganz aus der Politik gedrängt zu werden, wagt er jedoch den riskanten Schritt und überschreitet 49 vor Christus mit seinen Truppen den Rubikon, den Grenzfluss zwischen seiner Provinz und der Republik. Ein unglaublicher Tabubruch. Er pokert hoch und fordert den Staat heraus. Erobert Rom und Italien. Seit Jahrhunderten thront der Tempel des Saturn auf einem hohen Podium. In dem Hohlraum, dem Tresor, verwahrt die Bürgergemeinde den Staatsschatz. Metallbarren, Münzen, Beutegut, aber auch Zeugenaussagen bei Kriminalverfahren, Geburtsregister und Verzeichnisse der Bundesgenossen. Nur auf Senatsbeschluss öffnen sich sonst die Pforten der Zentralbank. Julius Caesar lässt sie mit Gewalt aufbrechen. Er will seine Versprechungen gegenüber dem Volk einlösen und verteilt Geldspenden. 15.000 Gold und 30.000 Silberbarren sowie 30 Millionen Sesterzen lässt er abtransportieren und unters Volk bringen. An der Fassade des Saturntempels hängen die neuesten Nachrichten aus, wie die von Caesars Siegen in Gallien. Innen- und außenpolitische Ereignisse bis hin zu Events aus der High Society. All das macht man hier publik. Caesar wird schließlich zum Diktator gewählt. Seine Triumphe über Gallien, Ägypten, Pontus und Afrika feiert er mit einem Riesenbankett und prachtvollen Gladiatorenspielen. So groß ist dabei der Ansturm, dass einige Zuschauer erdrückt werden. Caesar beginnt seine Visionen von einer Kapitale in einem grandiosen Bauprogramm umzusetzen. Am Forum realisiert er seine städtebaulichen Ambitionen in der repräsentativen Basilika Julia, die nach ihm benannt ist. Da die Römer gerne prozessieren, verhandelt das Tribunal dort von früh bis spät über Familien-, Eigentums- und Erbschaftsfälle. Eine ideale Fortbildungsstätte für Studenten und auch für Plinius den Jüngeren, den berühmten Schriftsteller und Advokaten, der sich so auf seine Gegner einstimmt. Wie viele andere Straftäter und Kriegsgefangene verbringt auch Vercingetorix, der Gallierfürst, seine letzten Stunden im Karzer, dem Staatsgefängnis. Sind die Delinquenten hingerichtet, schleift man die Leichen an einem Haken zur sogenannten Seufzertreppe. 3 Tage gibt man sie der Wut des Pöbels preis. Und oft landen die Leichname dann im Tiber. Täglich lauern Gefahren in der Metropole. Die Kriminalität nimmt schlimme Auswüchse an, die Menschen in Angst und Schrecken versetzen. Schutzgelderpressungen, Mädchenhandel und Überfälle auf dunklen Straßen. Auch aristokratische Nachtschwärmer mit ihren Bodyguards kommen nicht immer glimpflich davon. Caesar ist voller Tatendrang, verfasst Gesetze und plant ehrgeizige Projekte, wie die Umleitung des Tiber. Zum Diktator auf Lebenszeit ernannt, von Ehrungen überhäuft, hört er nicht auf die Warnungen, reagiert nicht auf die schlechten Vorzeichen. An den Eden des März 44, es ist der 15. des Monats, tritt Caesar ahnungslos in der Kurie des Pompeius auf. Enttäuscht von seiner Politik, planen republikanische Verschwörer wie Brutus und Cassius die Ermordung Caesars. Dann stechen sie 23 Mal zu. Keiner der Senatoren steht ihm bei. An der Stelle, wo Caesar auf dem Forum verbrannt wird, errichtet man den Tempel des Alleinherrschers. Nach dem von hellenistischen Regenten übernommenen Brauch wird er in den Kreis der Götter aufgenommen.
Der Kultbau dient außerdem der Herrschaftslegitimation seines Nachfolgers und gewährt Schutzsuchenden Asyl. Vor dem Tempel des vergöttlichten Cäsar finden später gespenstische Spektakel statt. Die Verbrennung verbotener Bücher. Darunter kritische Schriften, die sich gegen den Kaiser richten. Auch Cäsars schärfster Konkurrent, der geniale Feldherr Pompeius, prägt das Stadtbild der Weltmetropole. Er setzt sich ein Denkmal, dessen halbrunde Konturen sich noch heute abzeichnen. Das Pompeius-Theater ist das erste in Rom, das in Stein hochgezogen wird. Eine Kombination aus Venustempel und Theater. Ein Trick, mit dem einer der mächtigsten Männer Roms das Verbot der griechischen Sitte unterläuft, Versammlungen auf komfortablen Sitzen stattfinden zu lassen. Ein Wunderwerk der Baukunst, das die Menschen in den Bann zieht. Bei Staatsbesuchen gehört es zum Pflichtprogramm. Um seine Großzügigkeit zu demonstrieren, veranstaltet Pompeius ein Eröffnungsspektakel für das Volk, das unvergesslich bleibt. Die Kellerräume des Restaurants Pancrazio befinden sich in dem Gemäuer des alten Pompeius-Theaters. Hier langweilten sich die Römer bei der griechischen Tragödie und ergötzten sich an der Komödie, der Burleske, der Zote. Sex and Crime, Liebe, Tod, große Gefühle, vielleicht auch Striptease. Eine andere Theatergattung war der sogenannte Pantomimus. Ein einzelner Pantomime spielte große Themen nach, dazu sprach ein Chor. Er tanzte wie im Ballett, man hörte Musik und am Ende war ein solcher Pantomime gerade von den Damen sehr begehrt. Ob Pantomimen auch bei Gelagen des Mäzenas auftreten? In einem halb unterirdischen Sommertriklinium des Mäzenas, einem Ambiente mit reich bemalten Wänden, treffen sich die Schönen und Reichen, um standesgemäß zu dinieren. Als Adeliger aus etruskischer Familie profiliert er sich als Kunstexperte. Mit dem Nachfolger Cäsars verbindet ihn eine enge Freundschaft. Er wird sein Kulturminister. Wie viele andere Aristokraten besitzt Mäzenas einen Park, der mit anderen einen grünen Gürtel um die Metropole bildet. Eine Idylle mitten in der Stadt, auch für Bankette im Freien, mit Pavillons, Brunnen und vor allem mit Kunstwerken. Eine Statue der Liebesgöttin Venus. Solche Glanzlichter vermitteln internationales Flair. Das entspricht dem Zeitgeschmack. Kunstagenten verstehen es, exklusive Stücke zu beschaffen. Eine grüne Oase für die stressgeplagten Großstädter. Aus wertvollem Marmor hat ein Künstler in Alexandria diesen Hund gefertigt. Bewacht er den Eingang zu einem Pavillon? Symbolisch steht diese Skulptur für Cave Canem, Warnung vor dem Hunde. Die Extravaganz von Mäzenas wird vom Erben Cäsars geschätzt. Ein Komet verleiht dem Auftritt des 19-Jährigen in Rom mythische Überhöhung. Die Ankündigung eines neuen Zeitalters. Unter einer einzigartigen Sternenkonstellation ist der Großneffe und Adoptivsohn Cäsars Octavian geboren. Wird er die hohen Erwartungen erfüllen? Jedenfalls prägen die Heilszeichen seine Aura und sein Selbstbewusstsein. Wie einst bei Romulus und Remus tauchen 12 Geier auf, als Octavian sein erstes Konsulat antritt. Verheißungsvolle Zeichen. Im Osten besiegt er in der Schlacht von Actium seinen Mitregenten Antonius, der mit Kleopatra Selbstmord begeht. In Alexandria besucht er das Grab Alexanders des Großen und lässt sich seine Mumie zeigen. Zwei Gemälde von Alexander bringt er nach Rom mit und hängt sie am Tempel des Kriegsgottes auf. Ihm gelobte Octavian, im Falle eines Sieges über die Cäsar-Mörder in Makedonien einen Kultbau zu errichten. Für Mars Ultor, den Rächer. Nach dem Bürgerkrieg bringt Augustus Rom den Frieden.
An den äußeren Fronten aber dauern seine Eroberungszüge an, fast 40 Jahre. Doch im Jahre 9 nach Christus geht die Niederlage des Varus im Teutoburger Wald als schwarzer Tag in die Geschichte des Imperiums ein. Die annektierten Regionen rund ums Mittelmeer werden in Provinzen umgewandelt, später unter seinen Nachfolgern auch die nördlichen Gebiete. Die Senatoren verleihen Octavian den sakralen Ehrentitel Augustus, der Erhabene. Dieser wird zum Synonym für den Kaisertitel. Das bedeutet eine lebenslange Herrschaft als Kaiser und eine dynastische Erbfolge. Er lässt gigantische Neubauprojekte hochziehen. Das Forum Augustum steht für die Umgestaltung Roms unter seiner Herrschaft. Eine riesige Platzanlage aus Marmor. Hier errichtet er eine kleine Aula, die wohl seiner Verherrlichung dient. Unter Augustus erlebt die klassische griechische Kultur eine Renaissance. Marmorluxus war bislang verpönt. Mit Augustus kommt die radikale Wende. Öffentliche Bauwerke werden nun in dem wertvollen Gestein erbaut. Marmorsteinbrüche sind jetzt im Besitz des Kaisers. Weißen Marmor importierte man bislang aus Griechenland. Nun erschließt Augustus neue Steinbrüche in Norditalien, im weltberühmten Carrara. Nicht nur weißer Marmor, wie der italische Marmor aus Carrara, sondern auch Buntmarmorsorten aus den neuen Provinzen des Römischen Reiches wurden hier verwendet, wie der Giallo Antico aus Numidien, dem heutigen Tunesien, oder der phrygische Marmor, der Pavonazzetto aus Kleinasien. Das heißt also sehr wertvolle und bedeutende Marmorsorten. In diesen kontrastieren dann die Oberflächen des weißen italischen Marmors, welcher seinerseits bemalt war, wie wir gleich sehen werden. Denn vor kurzem kamen Platten mit Spuren von Bemalung zum Vorschein, eine spektakuläre Entdeckung. Hier sehen wir die hellblaue Farbe, die natürlich aufgrund der Erhaltung ins Grüne gerutscht ist. Wie bei einem Puzzle werden etwa 300 Fragmente zu den Verkleidungen eines Kultraums zusammengefügt, in dem eine kolossale Statue steht. Hinter der Statue war die Wand mit Marmorplatten verkleidet, die bemalt sind. Sie geben florale Motive wieder und simulierten hauptsächlich eine Art Vorhang, der illusionistisch der Wand Tiefe verleihen sollte. Eine illusionistische Malerei, die einen aufregend neuen Stil repräsentiert und die Fantasie anregt. Die 11 Meter hohe Statue aus griechischem Inselmarmor symbolisiert wahrscheinlich den Genius Augusti, Bindeglied zwischen dem Menschlichen und dem Göttlichen. Glanz und Elend lagen in Rom nah beieinander. Gleich hinter den luxuriösen Forumsanlagen beginnen die einfachen Wohnviertel. Häuser bis zu 6 Stockwerken, vieles war aus Holz gearbeitet. Man heizte mit dem offenen Feuer und deswegen brannte es sehr häufig. Wer ganz oben wohnte, der hatte kaum eine Chance zu überleben. Wer sein Hab und Gut retten konnte, stand unten auf der Straße mit ein paar Stühlen, einem Tisch, einem Bett, einer Kiste. Mehr besaß man nicht. In den dicht bewohnten Vierteln herrscht ein ständiges Verkehrschaos. Fußgänger drängen sich auf den engen Straßen. Aber auch die Händler und Handwerker machen sich hier mit ihren Verkaufstheken breit. Im Erdgeschoss der Mietshäuser liegen Werkstätten und Läden. Dahinter oder darüber leben die Menschen in einfachen Wohnungen. Vor allem nachts ist die Lärmbelästigung unerträglich durch Betrunkene und die auf dem Pflaster ratternden Wägen. Die Einwohner klagen über Schlaflosigkeit und Gesundheitsprobleme. Das antike Rom besaß eine ausgeprägte Fastfood-Kultur. Die einfachen Wohnungen hatten ja nicht einmal eine Küche. Also ging man raus und holte sich ein warmes Würstchen bei einem Straßenverkäufer. Oder man lief weiter bis zum nächsten
Imbissbude. Da gab es dann warme Erbsensuppe, Oliven, Gemüse und man trank natürlich einen Schluck Wein. Wenn man wollte, ging man in eine einfache Garküche. Da standen dann ein paar schäbige Tische und Stühle draußen auf der Straße. Die anderen ärgerten sich, weil das Ganze wieder mal den Verkehr aufhielt und die City verstopfte. Für den kleinen Hunger zwischendurch und für weniger Betuchte bieten Imbissbuden ein reichhaltiges Angebot. Antipasti, Häppchen und Fingerfood. In den Tavernen tummeln sich Handwerker, Matrosen, Freigelassene und Sklaven am Tresen, die sich hier auch am billigen Tafelwein oder an Gewürz und Glühwein berauschen. In den besseren Tavernen werden neben Fleisch- und Fischgerichten vegetarische Menüs, Obst und Kuchen angeboten. Was aber so manchen Gast in sein Stammlokal zieht, ist die Geselligkeit. So amüsiert man sich beim Würfelspiel oder beim Tanz, auch im Freien. Im Keller lagert der Gastwirt seine Weinvorräte. Und vor der Taverne sammeln sich Berge von Müll an. Die antike Großstadt Rom produzierte täglich Tonnen von Müll und Abfall. Hohe Beamte waren für die Entsorgung zuständig. Vieles landete natürlich einfach in der Kanalisation. Man fuhr den Müll außerhalb der Stadt in große Müllhalden, deckte sie ab und zu mit Kalk ab, damit die Ungeziefer abgetötet werden und der Gestank ein Ende hat. Es gab auch so etwas wie Recycling, wenn die großen tönernen Gefäße, Transportgefäße, wiederverwendet werden als Wasserleitungen. Eine wahre Fundgrube für die Wissenschaft, der Schuttberg der Metropole, der Monte Testaccio. Der Müll wird vorsortiert. Nur Amphoren für Öl werden hier entsorgt. Da es im Ton Rückstände hinterlässt, sind die Gefäße nicht wiederverwendbar. Über Jahrhunderte hinweg türmen sich hier Amphoren zu einem gewaltigen Scherbenhaufen auf. Spanische Wissenschaftler erforschen diesen Berg seit mehr als 20 Jahren. Nur gewaschen geben die Fragmente ihre Geheimnisse preis. Denn Stempel und aufgemalte Zeichen beleuchten die Wirtschaftsströme, die Rom beliefern. Das ist nicht nur diese Stempel, wir haben auch die Pinti. In Schriften, die sind mit der schwarzen Tusch gemalt. Diese anderen Schriften zeigen uns das Gewicht der Amphoren, ungefähr 30 Kilo. Das Gewicht der Inhalt, ungefähr 70 Kilo. Der Name von dem Handelmann, die es transportiert hat. Und auch eine Zollkontrolle. Das heißt, wenn wir es finden, können wir richtig festen, absolut festen, die Datum von diesen Schichten, die wir ausgraben. Vor allem Spanien versorgt die Hauptstadt mit Öl, aber auch Nordafrika. Das ist eine Stempel von Libyen. Das ist ein ganz schönes und neues Stück, bis jetzt unbekannt. Hier ist geschrieben Augusti Nostri. Meiner Meinung nach, dieses Stempel hat zu tun mit der Kaiser Caracalla. Zu einem Mosaik fügen sich Amphorenfragmente zusammen und entwerfen ein detaillierteres Bild des globalen Handelssystems. Soweit die Forscher dem Monte Testaccio auf den Grund gegangen sind, stammen 85% der Öllieferungen aus Spanien, der Rest aus Nordafrika. Eine perfekt vernetzte Infrastruktur. In nur 5 Tagen segeln die Schiffe mit den Ölamphoren von Cadiz nach Ostia, dem Hafen Roms. Zu seinem persönlichen Schutz ruft Augustus eine Prätorianergarde ins Leben. Damit bricht er mit der alten Tradition, den Soldaten den Zutritt Roms zu verwehren. Wenig später errichtet man für die Elitetruppe ein Lager in Ziegelbauweise, das erste monumentale Gebäude dieser Art. Im Lager stationiert waren 6000 Soldaten, 4500 Prätorianer, also die Leibgarde des römischen Kaisers, und 1500 Soldaten der Stadtkohorten, eine Polizeitruppe. Bedenkt man die eigentliche Funktion der Prätorianergarde, die als Leibgarde natürlich den Kaiser schützen sollte, so überrascht die abseitige Lage. Denn wir befinden uns hier am nordöstlichen Stadtrand, also in weiter Entfernung zum eigentlichen Sitz des Kaisers auf dem Palatin.
Wenn jeden Tag 500 Soldaten durch die Stadt ziehen und die Wachablösung inszenieren, gibt es ein beeindruckendes Schauspiel ab. Rom, der Nabel der Welt, bildet den zentralen Kreuzungspunkt von befestigten Straßen. Alle Wege führen nach Rom. So ein modernes Sprichwort. Tatsächlich hat ein raffiniertes Straßensystem das große Weltreich strahlenförmig erschlossen. Noch heute kann man diese Straßen benutzen. So gut waren sie gebaut. Und sie sind eine geniale Ergänzung zu den Wasserwegen, die man zuvor allein benutzt hatte, und stellen damit ein Konzept dar, das an Wirkungskraft bis heute nicht verloren hat. Das weit verzweigte Straßennetz erstreckt sich über ca. 80 bis 100.000 Kilometer. Sternförmig gehen die Verkehrswege von Rom aus, wo auch die Zählung der Meilen beginnt. Die oft schnurgerade verlaufenden Straßen entwickeln sich zu Lebensadern des Imperiums. Sie ebnen erst den Weg für die effektive Verwaltung des Weltreichs. Kaiser Augustus kümmert sich nun auch um den Straßenbau. Der Zensor Appius Claudius Caecus hat um 300 die Weichen für die Erschließung des Reiches gestellt. Er lässt die Königin der Fernstraßen, die Via Appia, erbauen. Diese Trassen gelten als herausragende Zivilisationsleistungen, die das Prestige der Römer enorm steigern. Auf italischem Gebiet verlegt man Pflastersteine auf einer kompakten Unterlage aus verschiedenen Steinlagen. Eine langlebige und nachhaltige Konstruktion. Die meisten begeben sich zu Fuß auf Reisen. Wer es sich leisten kann, fährt in einem Wagen mit bis zu 6 Pferdestärken relativ komfortabel, etwa 70 Kilometer am Tag. Einen Geschwindigkeitsrekord stellt Tiberius auf. 300 Kilometer an einem Tag mit wechselnden Pferden. So verbreiten Kurierstaffeln wichtige Nachrichten in Windeseile. Die Via Appia verläuft zunächst nach Capua. Später wird sie bis Brindisi verlängert. Dort können sich Reisende nach Griechenland einschiffen. Bis heute ist die antike Via Aurelia eine wichtige Verkehrsachse. In das neu eroberte Germanien führen Trassen vorbei an tiefen Schluchten in einer Art Gleise, eine Meisterleistung. So windet sich die Via Claudia von der Po-Ebene über die Alpen nach Augusta Vindelicorum, dem heutigen Augsburg. Dank der exzellenten Vernetzung florieren Wirtschaft, Handel und der Import exquisiter Luxuswaren. Das fördert auch den Wohlstand breiter Bevölkerungsschichten. Rom war eine Metropole des Konsums. Durch Luxusgüter unterschied sich die Oberschicht von den einfachen Leuten. Das hat so manche nicht ertragen. Als Mitglied einer Pseudoschickeria traktierte man die Verkäufer, ließ sich die tollsten Sachen zeigen und kaufte am Schluss nur was ganz Kleines. Es gab eine strenge Kleiderordnung. Doch die Mäntel konnten aus den raffiniertesten Stoffen hergestellt sein. Und die Senatoren, die trugen rote Schuhe. Ganz wie heute der Papst. Augustus lenkt das Rechtswesen und die Verwaltung in neue, stabile Bahnen. Außerdem fördert er die Literatur. In Heldengedichten glorifizieren Vergil und Horaz den Herrscher. Sie sind sich des Epochenwechsels bewusst, der mit Augustus einsetzt. Am Hofe führt er einen Kellermeister ein, der vor allem Wein aus Spanien empfiehlt. Nach der Abendmahlzeit zelebriert der Kaiser das Trinkgelage, ohne Frauen, wohlgemerkt. Mit einem Toast auf die Gesundheit des Ehrengastes eröffnet er die Runde. Doch Augustus ist nicht gerade trinkfest. Trinkt er mehr als 6 Gläser, muss er sich übergeben. Livia, seine dritte Gemahlin, erklärt ihr langes Leben mit der Wirkung des Weins aus der Gegend von Aquileia. Sie erreicht das hohe Alter von 86 Jahren. In Anlehnung an eine Sitte aus dem Orient führt Augustus ein neues Ritual ein. Man begrüßt und verabschiedet sich nun mit einem Kuss auf den Mund. Je intensiver die Zuneigung, desto länger dauert das Zeremoniell unter Gleichrangigen. Als die Gesichtslepra ausbricht,
wird der Mundkuss untersagt. Als Liebling des Gottes Apoll, der für Frieden und Versöhnung steht, inszeniert sich Augustus, auch kostümiert. Mit einer Haut eines Seekalbs wappnet er sich gegen Gewitter. Als ein Blitz neben seinem Haus einschlägt, interpretiert er dies als Fingerzeig der Gottheit, hier den Apollo-Tempel zu errichten. Dieser wird heute erforscht. Und nochmal. Mit der Absorptionsspektroskopie tastet sich der Physiker an neue Ergebnisse in der Farbanalyse heran. Okay. Machen wir noch eine zweite Zahl. Bislang war es nur möglich, mineralische Farbmittel zu bestimmen, jetzt auch tierische und pflanzliche. Wir haben in erster Linie verschiedene Ocker gefunden, also verschiedene abgestufte Gelbtöne, die zum Teil mit Rot akzentuiert wurden. Und als große Sensation gibt es einen Bolus auf den Acanthusblättern. Bolus ist eine Mischung aus Tonerden und in dem Fall Zinnober, was dazu diente, ein Blattgold aufzunehmen, weil sich das sehr gut vergolden ließ. Neben seinem Privathaus auf dem Palatin thronend, überstrahlt der Apollo-Tempel den Circus Maximus. Nun haben wir zum ersten Mal einen archäologischen Beweis zu einer literarischen oder zu mehreren literarischen Quellen und sehen also, dass diese goldenen Tempel nicht nur ein literarisches Konstrukt waren, wie man ja auch glauben könnte, sondern gebaute Realität. Anhand von Fragmenten rekonstruiert der Bauforscher den Tempel, der nun auch Einblicke in eine nie geahnte farbenfreudige Welt gewährt. Auch zwei Tunnel unterhalb des Tempels konnte er ausmachen. Sueton berichtet uns über einen Raum unterhalb der Kultbildbasis, in dem die sibyllinischen Schriften aufbewahrt wurden. Und dabei handelt es sich um Orakelbücher, die oder mit denen über die Zukunft Roms entschieden wurde. Das heißt also, Augustus oder Octavian hat sich hier einen Orakeltempel gebaut, mit dem er gewissermaßen eine Monopolstellung in Orakelfragen geschaffen hat. Aus Anlass seines goldenen Zeitalters veranstaltet Augustus pompöse Festivitäten. Rom glänzt als Schauplatz spektakulärer Events. Das Leben im antiken Rom war schön und ausgelassen. Es gab eine ganze Serie öffentlicher und privater Feste. Am beliebtesten waren die Saturnalien im Dezember. Man trank sehr viel und das über mehrere Tage. Die Welt war eine verkehrte, jetzt mussten die Herren ihre Sklaven bedienen. Die Sklaven konnten ihre Meinung äußern. Und man beschenkte sich gegenseitig mit einfachen Dingen oder exklusiven Gegenständen. Bei den Festen der oberen 10.000 genießen die Gourmets exotische Speisen wie Austern vom Ärmelkanal, Drosseln oder Pfauenzungen aus Babylonien. Als Trendsetter der römischen Kochkunst etabliert sich der erfolgreiche Feldherr Lucullus, der das Gastmahl in ein Zeremoniell verwandelt, bei dem sich alle Beteiligten inszenieren können. So knüpfen sie ihr soziales Netzwerk immer enger. In Stimmung gebracht von edlen Tropfen schlägt die Stunde der Lustknaben oder Liebesdienerinnen. Um der erfolgreichen Rückkehr des Imperators von den Feldzügen in Spanien und Gallien zu gedenken, wird nach einem Senatsbeschluss der Friedensaltar errichtet. Er ist der erste seiner Art in Rom. An dieser Opferstätte vollziehen jedes Jahr Magistrate, Priester und Vestalinnen religiöse Riten. Wo sich bislang auch die Truppen auf dem Marsfeld sammelten, prägen nun symbolträchtige Bauwerke das Areal. Am Friedensaltar präsentierten sich die zahlreichen Mitglieder der kaiserlichen Familie bei einer Prozession. Auch die potenziellen Nachfolger des Augustus, seine Enkel, sind hier verewigt. Um ihre Erziehung kümmert sich der Kaiser persönlich. Er unterrichtet sie selbst und bringt ihnen das Schwimmen bei.
zwischen dem von Agrippa gegründeten Tempel für alle Götter, dem Pantheon, und dem Friedensaltar errichtet Augustus die Sonnenuhr, die sich am Altar ausrichtet. Aus Ägypten bringt Augustus den Zeiger der Sonnenuhr mit, einen 30 Meter hohen Obelisken. Er erinnert noch heute an das goldene Zeitalter des Augustus. Als Stifter der Pax Augusta geht der Kaiser in die Annalen ein. Mit seiner Herrschaft beginnt eine fast 200 Jahre währende Epoche der politischen Entspannung. Nachdem der Senat den Monat Juli zu Ehren von Julius Caesar benannt hat, bezeichnet er den August nach dem ersten Kaiser. Mit Petrus und Paulus wird eine neue Epoche eingeläutet, die Europa bis heute prägt. Von Anfang an erklärt er sich als Politiker des Volkes, der Plebs, plädiert für Gesetze zu dessen Gunsten. Hochverschuldet wird er zum Statthalter von Spanien ernannt. Skrupellos beutet er die Provinz aus, treibt Kriegsbeute und Bestechungsgelder ein. Das rettet ihn vor dem finanziellen Bankrott. Als er das Kommando über Norditalien erhält, die Provinz Gallia Cisalpina, verlassen die keltischen Helvetier ihre Heimat Richtung Westen. Anlass für Caesar, in Gallien einzugreifen. Dort provoziert er die einzelnen keltischen Stämme. Mit Erfolg. Schließlich schlägt er den Aufstand unter ihrem Anführer Vercingetorix nieder und unterwirft damit Gallien vom Rhein bis zum Atlantik. Mehr als 1 Million Krieger sollen dabei ihr Leben gelassen haben. Mit hunderttausenden Kriegsgefangenen als Sklaven und unermesslichen Schätzen avanciert Caesar zu einem der reichsten Männer der Antike. Was ihm am Herzen liegt, sind Ruhm, Ehre und die absolute Macht. So erfolgreich wie Caesar als Feldherr ist, so clever agiert er als Propagandist. Er verfasst Kriegsberichte und politische Streitschriften. Er ist Politiker und PR-Manager in einer Person. Das Weltreich dehnt sich nun rund ums Mittelmeer und bis zum Atlantik aus. Nach seinen Erfolgen in Gallien legt Caesar jedoch sein Kommando nicht nieder. Sein Mandat ist zwar abgelaufen. Vor die Wahl gestellt, ganz aus der Politik gedrängt zu werden, wagt er jedoch den riskanten Schritt und überschreitet 49 vor Christus mit seinen Truppen den Rubikon, den Grenzfluss zwischen seiner Provinz und der Republik. Ein unglaublicher Tabubruch. Er pokert hoch und fordert den Staat heraus. Erobert Rom und Italien. Seit Jahrhunderten thront der Tempel des Saturn auf einem hohen Podium. In dem Hohlraum, dem Tresor, verwahrt die Bürgergemeinde den Staatsschatz. Metallbarren, Münzen, Beutegut, aber auch Zeugenaussagen bei Kriminalverfahren, Geburtsregister und Verzeichnisse der Bundesgenossen. Nur auf Senatsbeschluss öffnen sich sonst die Pforten der Zentralbank. Julius Caesar lässt sie mit Gewalt aufbrechen. Er will seine Versprechungen gegenüber dem Volk einlösen und verteilt Geldspenden. 15.000 Gold und 30.000 Silberbarren sowie 30 Millionen Sesterzen lässt er abtransportieren und unters Volk bringen. An der Fassade des Saturntempels hängen die neuesten Nachrichten aus, wie die von Caesars Siegen in Gallien. Innen- und außenpolitisch Caesar in Gallien einzugreifen. Dort provoziert er die einzelnen keltischen Stämme. Mit Erfolg. Schließlich schlägt er den Aufstand unter ihrem Anführer Vercingetorix nieder und unterwirft damit Gallien vom Rhein bis zum Atlantik. Mehr als 1 Million Krieger sollen dabei ihr Leben gelassen haben. Mit hunderttausenden Kriegsgefangenen als Sklaven und unermesslichen Schätzen avanciert Caesar zu einem der reichsten Männer der Antike. Was ihm am Herzen liegt, sind Ruhm, Ehre und die absolute Macht.
So erfolgreich wie Caesar als Feldherr ist, so clever agiert er als Propagandist. Er verfasst Kriegsberichte und politische Streitschriften. Er ist Politiker und PR-Manager in einer Person. Das Weltreich dehnt sich nun rund ums Mittelmeer und bis zum Atlantik aus. Nach seinen Erfolgen in Gallien legt Caesar jedoch sein Kommando nicht nieder. Sein Mandat ist zwar abgelaufen. Vor die Wahl gestellt, ganz aus der Politik gedrängt zu werden, wagt er jedoch den riskanten Schritt und überschreitet 49 vor Christus mit seinen Truppen den Rubikon, den Grenzfluss zwischen seiner Provinz und der Republik. Ein unglaublicher Tabubruch. Er pokert hoch und fordert den Staat heraus. Erobert Rom und Italien. Seit Jahrhunderten thront der Tempel des Saturn auf einem hohen Podium. In dem Hohlraum, dem Tresor, verwahrt die Bürgergemeinde den Staatsschatz. Metallbarren, Münzen, Beutegut, aber auch Zeugenaussagen bei Kriminalverfahren, Geburtsregister und Verzeichnisse der Bundesgenossen. Nur auf Senatsbeschluss öffnen sich sonst die Pforten der Zentralbank. Julius Caesar lässt sie mit Gewalt aufbrechen. Er will seine Versprechungen gegenüber dem Volk einlösen und verteilt Geldspenden. 15.000 Gold und 30.000 Silberbarren sowie 30 Millionen Sesterzen lässt er abtransportieren und unters Volk bringen. An der Fassade des Saturntempels hängen die neuesten Nachrichten aus, wie die von Caesars Siegen in Gallien. Innen- und außenpolitische Ereignisse bis hin zu Events aus der High Society. All das macht man hier publik. Caesar wird schließlich zum Diktator gewählt. Seine Triumphe über Gallien, Ägypten, Pontus und Afrika feiert er mit einem Riesenbankett und prachtvollen Gladiatorenspielen. So groß ist dabei der Ansturm, dass einige Zuschauer erdrückt werden. Aus Dörfern entsteht eine Metropole, Roma Aeterna, die ewige Stadt. Ein ganz außerordentlicher militärischer und politischer Erfolg. Die Römer selbst erklären dies mit der geografischen Lage, mit dem guten Klima, aber auch mit der Gunst der Götter. Realistischer die Einschätzung der Griechen. Sie beziehen sich auf die Schlagkraft der römischen Legionen. Nicht zu vergessen aber Alexander der Große, der ein Weltreich geschaffen hatte und damit das Vorbild. Wie sich die Legionäre verausgaben, um den Ruhm des Heeres zu mehren, zeigt ihr Marschgepäck, das im Experiment etwa 40 Kilo ausmacht. Unterwegs auf Feldzügen übernachten sie in Zelten. Die Verpflegung ist lange haltbar. Vollwertkost mit Getreide, Bohnen und Speck. Ideal für den Muskelaufbau. Nicht nur an Kaisers Geburtstag fallen für die Soldaten Fleischrationen ab. Ihre Bewaffnung ist vielseitig. Mit Katapulten, aufwendig gebauten Geschützen, treffen die Legionäre ihre Gegner bis auf eine Distanz von 400 Metern. Gleichschritt zu üben, das gehört zum Exerzieren wie Disziplin und Fitness. Schildkröte heißt diese Formation, bei der die Soldaten hinter ihren Schilden Deckung vor den Geschossen der Feinde suchen. Mit funkelnden Paraderüstungen demonstriert die Kavallerie in Reiterspielen ihre Schlagkraft. Wer sich wie Clemencianus aus Rätien als Ritter auszeichnet, der macht Karriere in Judäa, Sardinien und Nordafrika. Mobilität ist eben gefragt. So ist das Heer ständig einsatzbereit, von einem Krisenherd zum nächsten.
Darauf setzt auch ein Multitalent aus alter aristokratischer Familie, Gaius Julius Caesar. Als genialer Strippenzieher pflegt er Seilschaften, die seine Karriere beflügeln. Um sich seiner Gegner in den Wirren des Bürgerkriegs zu entledigen, zettelt er gewalttätige Demonstrationen an. Er ist kein Schönling, versteht es aber, die Frauen zu verzaubern. An den Eden des März 44, es ist der 15. des Monats, tritt Caesar ahnungslos in der Kurie des Pompeius auf. Enttäuscht von seiner Politik, planen republikanische Verschwörer wie Brutus und Cassius die Ermordung Caesars. Dann stechen sie 23 Mal zu. Keiner der Senatoren steht ihm bei. An der Stelle, wo Caesar auf dem Forum verbrannt wird, errichtet man den Tempel des Alleinherrschers. Nach dem von hellenistischen Regenten übernommenen Brauch wird er in den Kreis der Götter aufgenommen. Der Kultbau dient außerdem der Herrschaftslegitimation seines Nachfolgers und gewährt Schutzsuchenden Asyl. Vor dem Tempel des vergöttlichten Caesar finden später gespenstische Spektakel statt. Die Verbrennung verbotener Bücher. Darunter kritische Schriften, die sich gegen den Kaiser richten. Auch Caesars schärfster Konkurrent, der geniale Feldherr Pompeius, prägt das Stadtbild der Weltmetropole. Er setzt sich ein Denkmal, dessen halbrunde Konturen sich noch heute abzeichnen. Das Pompeius-Theater ist das erste in Rom, das in Stein hochgezogen wird. Eine Kombination aus Venustempel und Theater. Ein Trick, mit dem einer der mächtigsten Männer Roms das Verbot der griechischen Sitte unterläuft, Versammlungen auf komfortablen Sitzen stattfinden zu lassen. Ein Wunderwerk der Baukunst, das die Menschen in den Bann zieht. Bei Staatsbesuchen gehört es zum Pflichtprogramm. Um seine Großzügigkeit zu demonstrieren, veranstaltet Pompeius ein Eröffnungsspektakel für das Volk, das unvergesslich bleibt. Die Kellerräume des Restaurants Pancrazio befinden sich in dem Gemäuer des alten Pompeius-Theaters. Hier langweilten sich die Römer bei der griechischen Tragödie und ergötzten sich an der Komödie, der Burleske, der Zote. Sex und Crime, Liebe, Tod, große Gefühle, vielleicht auch Striptease. Eine andere Theatergattung war der sogenannte Pantomimus. Ein einzelner Pantomime spielte große Themen nach. Dazu sprach ein Chor. Er tanzte wie im Ballett, man hörte Musik und am Ende war ein solcher Pantomime gerade von den Damen sehr begehrt. Ob Pantomimen auch bei Gelagen des Mäzenas auftreten? In einem verlängert. Dort können sich Reisende nach Griechenland einschiffen. Bis heute ist die antike Via Aurelia eine wichtige Verkehrsachse. In das neu eroberte Germanien führen Trassen vorbei an tiefen Schluchten in einer Art Gleise, eine Meisterleistung. So windet sich die Via Claudia von der Po-Ebene über die Alpen nach Augusta Vindelicorum, dem heutigen Augsburg. Dank der exzellenten Vernetzung florieren Wirtschaft, Handel und der Import exquisiter Luxuswaren. Das fördert auch den Wohlstand breiter Bevölkerungsschichten. Rom war eine Metropole des Konsums. Durch Luxusgüter unterschied sich die Oberschicht von den einfachen Leuten. Das hat so manche nicht ertragen. Als Mitglied einer Pseudoschickeria traktierte man die Verkäufer, ließ sich die tollsten Sachen zeigen und kaufte am Schluss nur was ganz Kleines. Es gab eine strenge Kleiderordnung. Doch die Mäntel konnten aus den raffiniertesten Stoffen hergestellt sein. Und die Senatoren, die trugen rote Schuhe. Ganz wie heute der Papst. Augustus lenkt das Rechtswesen und die Verwaltung in neue, stabile Bahnen. Außerdem fördert er die Literatur. In Heldengedichten glorifizieren Vergil und Horaz den Herrscher.
Sie sind sich des Epochenwechsels bewusst, der mit Augustus einsetzt. Am Hofe führt er einen Kellermeister ein, der vor allem Wein aus Spanien empfiehlt. Nach der Abendmahlzeit zelebriert der Kaiser das Trinkgelage, ohne Frauen, wohlgemerkt. Mit einem Toast auf die Gesundheit des Ehrengastes eröffnet er die Runde. Doch Augustus ist nicht gerade trinkfest. Trinkt er mehr als 6 Gläser, muss er sich übergeben. Livia, seine dritte Gemahlin, erklärt ihr langes Leben mit der Wirkung des Weins aus der Gegend von Aquileia. Sie erreicht das hohe Alter von 86 Jahren. In Anlehnung an eine Sitte aus dem Orient führt Augustus ein neues Ritual ein. Man begrüßt und verabschiedet sich nun mit einem Kuss auf den Mund. Je intensiver die Zuneigung, desto länger dauert das Zeremoniell unter Gleichrangigen. Als die Gesichtslepra ausbricht, wird der Mundkuss untersagt. Als Liebling des Gottes Apoll, der für Frieden und Versöhnung steht, inszeniert sich Augustus, auch kostümiert. Mit einer Haut eines Seekalbs wappnet er sich gegen Gewitter. Als ein Blitz neben seinem Haus einschlägt, interpretiert er dies als Fingerzeig der Gottheit, hier den Apollotempel zu errichten. Dieser wird heute erforscht. Auch Caesars schärfster Konkurrent, der geniale Feldherr Pompeius, prägt das Stadtbild der Weltmetropole. Er setzt sich ein Denkmal, dessen halbrunde Konturen sich noch heute abzeichnen. Das Pompeius-Theater ist das erste in Rom, das in Stein hochgezogen wird. Eine Kombination aus Venustempel und Theater. Ein Trick, mit dem einer der mächtigsten Männer Roms das Verbot der griechischen Sitte unterläuft, Versammlungen auf komfortablen Sitzen stattfinden zu lassen. Ein Wunderwerk der Baukunst, das die Menschen in den Bann zieht. Bei Staatsbesuchen gehört es zum Pflichtprogramm. Um seine Großzügigkeit zu demonstrieren, veranstaltet Pompeius ein Eröffnungsspektakel für das Volk, das unvergesslich bleibt. Die Kellerräume des Restaurants Pancratio befinden sich in dem Gemäuer des alten Pompeius-Theaters. Hier langweilten sich die Römer bei der griechischen Tragödie und ergötzten sich an der Komödie, der Burleske, der Zote. Sex and Crime, Liebe, Tod, große Gefühle, vielleicht auch Striptease. Eine andere Theatergattung war der sogenannte Pantomimus. Ein einzelner Pantomime spielte große Themen nach. Dazu sprach ein Chor. Er tanzte wie im Ballett, man hörte Musik und am Ende war ein solcher Pantomime gerade von den Damen sehr begehrt. Ob Pantomimen auch bei Gelagen des Mäzenas auftreten? In einem halb unterirdischen Sommertriklinium des Mäzenas, einem Ambiente mit reich bemalten Wänden, treffen sich die Schönen und Reichen, um standesgemäß zu dinieren. Als Adeliger aus etruskischer Familie profiliert er sich als Kunstexperte. Mit dem Nachfolger Caesars verbindet ihn eine enge Freundschaft. Er wird sein Kulturminister. Wie viele andere Aristokraten besitzt Mäzenas einen Park, der mit anderen einen grünen Gürtel um die Metropole bildet. Eine Idylle mitten in der Stadt, auch für Bankette im Freien, mit Pavillons, Brunnen und vor allem mit Kunstwerken. Eine Statue der Liebesgöttin Venus. Solche Glanzlichter vermitteln internationales Flair. Das entspricht dem Zeitgeschmack. Kunstagenten verstehen es, exklusive Stücke zu beschaffen. Eine grüne Oase für die stressgeplagten Großstädter. Aus wertvollem Marmor hat ein Trick, mit dem einer der mächtigsten Männer Roms das Verbot der griechischen Sitte unterläuft, Versammlungen auf komfortablen Sitzen stattfinden zu lassen. Ein Wunderwerk der Baukunst, das die Menschen in den Bann zieht. Bei Staatsbesuchen gehört es zum Pflichtprogramm. Um seine Großzügigkeit zu demonstrieren, veranstaltet Pompeius ein Eröffnungsspektakel für das Volk, das unvergesslich bleibt.
Die Kellerräume des Restaurants Pancrazio befinden sich in dem Gemäuer des alten Pompeius-Theaters. Hier langweilten sich die Römer bei der griechischen Tragödie und ergötzten sich an der Komödie, der Burleske, der Zote. Sex and Crime, Liebe, Tod, große Gefühle, vielleicht auch Striptease. Eine andere Theatergattung war der sogenannte Pantomimus. Ein einzelner Pantomime spielte große Themen nach. Dazu sprach ein Chor. Er tanzte wie im Ballett. Man hörte Musik. Und am Ende war ein solcher Pantomime gerade von den Damen sehr begehrt. Ob Pantomimen auch bei Gelagen des Mäzenas auftreten? In einem halb unterirdischen Sommertriklinium des Mäzenas, einem Ambiente mit reich bemalten Wänden, treffen sich die Schönen und Reichen, um standesgemäß zu dinieren. Als Adeliger aus etruskischer Familie profiliert er sich als Kunstexperte. Mit dem Nachfolger Cäsars verbindet ihn eine enge Freundschaft. Er wird sein Kulturminister. Wie viele andere Aristokraten besitzt Mäzenas einen Park, der mit anderen einen grünen Gürtel um die Metropole bildet. Eine Idylle mitten in der Stadt, auch für Bankette im Freien, mit Pavillons, Brunnen und vor allem mit Kunstwerken. Eine Statue der Liebesgöttin Venus. Solche Glanzlichter vermitteln internationales Flair. Das entspricht dem Zeitgeschmack. Kunstagenten verstehen es, exklusive Stücke zu beschaffen. Eine grüne Oase für die stressgeplagten Großstädter. Aus wertvollem Marmor hat ein Künstler in Alexandria diesen Hund gefertigt. Bewacht er den Eingang zu einem Pavillon? Symbolisch steht diese Skulptur für Cave Canem, Warnung vor dem Hunde. Die Extravaganz von Mäzenas wird vom Erben Cäsars geschätzt. Ein Komet verleiht dem Auftritt des 19-Jährigen in Rom mythische Überhöhung. Die Ankündigung eines neuen Zeitalters. Männer Roms, das Verbot der griechischen Sitte unterläuft, Versammlungen auf komfortablen Sitzen stattfinden zu lassen. Ein Wunderwerk der Baukunst, das die Menschen in den Bann zieht. Bei Staatsbesuchen gehört es zum Pflichtprogramm. Um seine Großzügigkeit zu demonstrieren, veranstaltet Pompeius ein Eröffnungsspektakel für das Volk, das unvergesslich bleibt. Die Kellerräume des Restaurants Pancrazio befinden sich in dem Gemäuer des alten Pompeius-Theaters. Hier langweilten sich die Römer bei der griechischen Tragödie und ergötzten sich an der Komödie, der Burleske, der Zote. Sex and Crime, Liebe, Tod, große Gefühle, vielleicht auch Striptease. Eine andere Theatergattung war der sogenannte Pantomimus. Ein einzelner Pantomime spielte große Themen nach, dazu sprach ein Chor. Er tanzte wie im Ballett, man hörte Musik und am Ende war ein solcher Pantomime gerade von den Damen sehr begehrt. Ob Pantomimen auch bei Gelagen des Mäzenas auftreten? In einem halb unterirdischen Sommertriklinium des Mäzenas, einem Ambiente mit reich bemalten Wänden, treffen sich die Schönen und Reichen, um standesgemäß zu dinieren. Als Adeliger aus etruskischer Familie profiliert er sich als Kunstexperte. Mit dem Nachfolger Cäsars verbindet ihn eine enge Freundschaft. Er wird sein Kulturminister. Wie viele andere Aristokraten besitzt Mäzenas einen Park, der mit anderen einen grünen Gürtel um die Metropole bildet. Eine Idylle mitten in der Stadt, auch für Bankette im Freien, mit Pavillons, Brunnen und vor allem mit Kunstwerken. Eine Statue der Liebesgöttin Venus. Solche Glanzlichter vermitteln internationales Flair. Das entspricht dem Zeitgeschmack. Kunstagenten verstehen es, exklusive Stücke zu beschaffen. Eine grüne Oase für die stressgeplagten Großstädter. Aus wertvollem Marmor hat ein Künstler in Alexandria diesen Hund gefertigt. Bewacht er den Eingang zu einem Pavillon? Symbolisch steht diese Skulptur für Cave Canem, Warnung vor dem Hunde.
Die Extravaganz von Mäzenas wird vom Erben Caesars geschätzt. Ein Komet verleiht dem Auftritt des 19-Jährigen in Rom mythische Überhöhung. Die Ankündigung eines neuen Zeitalters.